Weil ich eigentlich so geplant habe, dass ich das... Warte mal, kann ich nicht einfach... Ich glaube, das fällt mir auch gerade ein. Kann man jetzt nicht einfach überall runterspringen? Ja, genau. Das ist nämlich jetzt der kürzeste Weg. Einfach springen, springen, springen. Ja, einfach weiter runterspringen, Isabel. Obwohl, Quatsch. Oder? Ja gut, wenn wir jetzt weiter runterspringen, dann landen wir, glaube ich, erstmal... Gott, oh, das ist intelligenter. Wollte ich noch in die Wandelhalle? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich jetzt noch genau dort möchte. Aber... Wollte ich zu Belle? Nee, das kann eigentlich nicht, oder? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Planung, was genau konkret ich jetzt noch hier mache. Oh, Entschuldigung. Oh. Ich schätze mal, ich will zu Belle, wenn ich in die Bibliothek will. Ach, sieh mal, wer da steht. Ansem und Malefiz waren beide von der Dunkelheit besessen. Wisst ihr, das kapiere ich nicht. Was ist so toll an der Dunkelheit? Gute Frage. Ach genau, da ist Belle. Das ist für dich. Bekämpfe damit die Dunkelheit, wie das Biest es getan hat. Ah, Centi voll erhalten. Genau, noch ein Schlüsselanhänger. Wir kriegen davon momentan echt so viele. Ich weiß gar nicht, ob der noch besser war. Nee, war er nicht. War nicht besser, ist aber egal. Hauptsache, wir haben sie alle. Ja, speichern wäre natürlich auch mal gut. So nach dem Boss und so. Obwohl, nach dem Boss hatte ich schon gespeichert. Ach, trotzdem. Nachdem ich alle Dalmatiner habe jetzt. Ach, herrlich. Ich muss mich gerade mal eben anders hinsetzen. So. Okay. Sora, lies das mal. Was soll ich lesen? Das ist der Rest von Ansems Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Ansem Bericht 2 erhalten. Ansem Bericht 4 erhalten. Ansem Bericht 6 erhalten. Ansem Bericht 10 erhalten. Und das sind, glaube ich, auch jetzt alle Ansem Berichte. Und ich glaube... Warte mal, Ansem verschwand, als diese Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Ansem war derjenige, der sie herbrachte. Ansem wartet in der Dunkelheit, aber hier ist ein kleines Licht, um dich zu beschützen, Sora. Die Kraft der Heilung erhalten. Vitra hat sich zu Vigra weiterentwickelt. Ja, das ist die stärkste Heilungsstufe. Ich glaube, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass man sie dreimal ansprechen muss. Aber dass man die Ansem-Berichte von ihr bekommt, wusste ich nicht. Aber man braucht anscheinend auch alle Ansem-Berichte, um das Secret Ending zu bekommen. Aber die müsste ich jetzt alle haben. Dazu muss man halt alle Welten abschließen. Ich glaube, auf Monastro, in diesem Wal findet man halt noch ein. Und was ich gelesen habe, diese Welt ist optional. Das wusste ich überhaupt nicht. Also man kann da im Grunde rausgehen und einfach weitermachen. Man muss diesen Wal nicht machen. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil, hallo? Man kann doch nicht einfach so ein wichtiges Stück Story irgendwie auslassen. Was ist denn das? Ich bin irgendwie gerade total verplant. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Auf jeden Fall, da hat man, glaube ich, auch noch so einen Ansehenbericht bekommen. Und man muss halt auch alle Schlüssellöcher halt haben. Also das heißt, man muss zum Beispiel auch die Welt von Winnie Pooh machen. Und die ist ja halt auch optional. Da, ja gut, da muss man halt diese Seiten und so finden. Ach ja, ich glaube, ich habe Leon noch gesucht. Das war einmal Ansems Schloss. Als weiser Mann genoss er hohes Ansehen. Aber die Dunkelheit bemächtigte sich seiner. Er begann, mit den Herzen der Menschen zu experimentieren. Dieser einst weise Mann. So viel Leid und Zerstörung. Und wofür? Das ist eine gute Frage. Er wollte ja eigentlich... Hat er irgendwie ein tolles Ziel? Er wollte in die Dunkelheit gehen. Und er hat halt die Herzlosen auf die Welten losgelassen und dadurch sind einige Welten verschwunden. Ich weiß nicht, was konkret sein Ziel ist. Vielleicht erfährt man da noch ein bisschen was drüber, wenn man ihm wieder begegnet. Das würde mich mal interessieren. Das ist immer so... Sag ich, ich bin nicht so ein Fan von Bossen, die einfach irgendwie so... Ja, die einfach so wenig Tiefe haben. Ich mag das, also das ist immer so simpel, so dieses, er macht das, um die Welt zu zerstören oder um, schlag mich tot, um mehr Macht zu haben als alle anderen oder über die Welt zu herrschen. Das ist immer so simpel, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kingdom Hearts da auch so simpel ist, weil,
Ach ja, ich wollte eigentlich da diesen linken Weg nehmen, aber dafür hätte ich irgendwo auf dem Weg nach oben halt so ein Ding aktivieren müssen, um halt noch an diese Schatztruhe zu kommen. Und ich wusste einfach nicht welches und hab's dann auch vergessen. Und deswegen sagen wir, ich gehe den Weg nicht zurück. Es sei denn, ich lese jetzt irgendwo, dass da ein ganz besonderes irgendwas drin ist, was ich unbedingt haben muss. Auf jeden Fall, da hatte ich ja noch nicht gepeilt, dass ich diese Dinger mit Gravitas runterholen muss. Und jetzt kann ich da halt nicht ohne weiteres wieder hin. Da oben war doch noch so ein Gravitas-Ding, oder? Ach nee, das hatte ich schon runtergeholt, ich erinnere mich. Ja, ich wollte im Grunde nur checken, ob ich jetzt vielleicht wieder auf die andere Seite kann. Kann ich aber nicht. Ich frage mich, wieso diese eine Verbindung da noch ist, diese nach unten. Die kann man ja eigentlich gar nicht nehmen, oder? Also wenigstens wäre mir das nie aufgefallen. Keine Ahnung. Sehr fasziniert. Tja. So, und jetzt müsste ich eigentlich allmählich mal wieder von dir verschwinden. Nachdem diese lange Sequenz zu Ende ist, die ein bisschen zu lang ist, was ich auf jeden Fall eigentlich sagen wollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ansems Geschichte so simpel ist, weil Kingdom Hearts ist ja extrem chronologisch aufgebaut und hat eine extrem komplexe Storyline. Auch so zwischen den Spielen und alles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte von Ansem, also von dem Hauptbösewicht von dem ersten Teil, dann im Grunde so simpel ist. Wenigstens gehe ich jetzt mal davon aus, dass er der Hauptbösewicht ist. Ich kann mir da jetzt gerade nichts anderes vorstellen. Ich fand gerade irgendwie dieses... Was hing da eigentlich an der Decke? Da hat das so irgendwas geblitzelt, oder? Habe ich da irgendwie schon mal gegengehauen? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Vor allem, was tue ich eigentlich gerade? Habe ich mich schon wieder verlaufen? Oder suche ich nur noch mal irgendwelche Wege ab? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da noch treibe. Ich renne, glaube ich, einfach nur so ein bisschen rum, oder? Ach, sieh mal, da ist noch einer. Cool. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich sehe auch nichts. Beast, dein Umhang ist zu groß und deine Schultern zu breit. Orichalcon. Ja, ich habe mittlerweile mehr Orichalcon, als ich jemals brauchen werde. Also sagen wir so Sachen wie Mithril und Orichalcon, davon findet man halt so in Schatztruhen und so deutlich mehr, als man jemals verwenden kann. Also zum Schmieden meine ich jetzt. Ich habe ja mal ausgerechnet, von was ich halt wie viel brauche, um alles hinzukriegen. So, jetzt würde ich da anscheinend nochmal nach unten gehen. Dann schauen wir doch mal, was da auch noch ist. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ist denn nicht nur dieser Keller? Ich habe doch Biest dabei. Das ist mir wahrscheinlich auch gerade aufgefallen. Ich bin manchmal so ruhig, ganz ehrlich. Aber dieses Triotech-Symbol sollte ich schon aktivieren. Das ist immer sinnvoll. Zumal ich meine, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es wichtig ist, die alle zu aktivieren. Wobei ich glaube nicht, dass man alle aktivieren muss, um das Secret Ending zu machen. Ich glaube nur die richtigen, die wichtigen sozusagen. Die dann zum Beispiel Dalmatina freilegen oder was weiß ich. Ich glaube, jetzt suche ich gerade Speicherpunkt. Gott, tut mir leid, dass das jetzt alles noch so lange dauert. Das habe ich überhaupt nicht mehr so lange in Erinnerung. Nach dem Boss, dass ich hier noch so lange rumgewuselt bin. Ach ja, was könnt ihr euch sonst noch erzählen? Habe ich euch schon erzählt, dass am 31.08. Tales of Graces F rausgekommen ist und dass ich das Spiel geil finde? Wenn nicht, jetzt wisst ihr es. Es ist einfach nur der Hammer. Ich liebe das Spiel. Ich liebe Tales of Spiele meistens. Aber hey... Das Einzige, was mir nicht so gut gefiel, war Tales of Phantasia. Also ich bereue nicht, es gespielt zu haben, aber sagen wir, ich habe ein massives Problem mit den Helden, wenigstens mit ungefähr der Hälfte von ihnen. Und ja, das war halt dann so ein bisschen schwierig. Okay, jetzt können wir das Triotech-Symbol doch noch aktivieren, Gott sei Dank. Mich stört das so ein bisschen, dass man diese Sequenzen nicht überspringen kann. Dieses Rumgefahren, das ist irgendwie so ein bisschen... Ich meine, klar, das ist grafisch jetzt nicht schlecht gemacht und alles, aber irgendwie ist mir das zu lang, zu nervig. Kann man nur noch irgendwo runter? Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Kerker war das Richtige, ne? Ja, genau. Da. So, auch das Triotech-Symbol aktivieren wir jetzt auch noch. So, dritte Mega-Potion und Mega-Äther hat sich voll gelohnt. Aber es war ja sowieso nur ein blaues, also da kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Genau, die Touren können wir überhaupt nicht mehr öffnen, weil wir keinen Platz mehr haben. So, und jetzt gehen wir in den Liftschacht. Was?
Kamen wir nicht aus der anderen Richtung? Nein? Kann man hier überhaupt nichts machen? Okay. Ah, Mithril, ja. Es ist im Grunde, es ist wie eine Schatztruhe in dieser komischen Gestalt von dem Ding da. Oh, meine Rücken. Ich sitze immer so komisch auf meinem Stuhl. Ich sollte mich gerade hinsetzen, aber... Ich weiß nicht, das ist aber so... Gerade ist für mich irgendwie, also dieses einfach nur stumpf, Beine auf dem Fußboden und dann Rücken an die Stuhllehne und sitzen, das ist irgendwie so, so... Ich weiß nicht, das ist für mich so unbequem. Im Moment habe ich gerade die meine Füße vorne auf dem Stuhl stehen, auf dem Polster. Das ist einfach bequemer. Ich knie auch gerne auf meinem Schreibtischstuhl. Das versteht zwar auch nie jemand, aber hey. Gott. Eismeister. Ach ja, Stoppmeister und Eismeister. Das ist dafür da, also das bekommt man von diesen Pilzen. Wenn man zum Beispiel, wenn diese, die stoppen manchmal so, also in ihren Bewegungen, und dann muss man halt diesen Stoppzauber auf die anwenden und dreimal. Und also dreimal halt den richtigen Zauber anwenden, je nachdem, was sie da gerade tun. Und wenn man dreimal denselben benutzt, also zum Beispiel dreimal Stopp, dann kriegt man halt diesen Stoppmeister. Wenn man dreimal Eis bekommt, kriegt man Eismeister etc. Und dadurch sollen dann auf Dauer die Zauber stärker werden. Also die bekommen da wohl so ein bisschen Angriffskraft dazu oder so. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, habe ich da nie wirklich irgendwie einen Unterschied gemerkt. Also, ich weiß nicht, also, ich schätze, das reicht auch einfach noch nicht, um was richtig zu merken. Auf jeden Fall, ja. Es ist noch ein bisschen witzlos momentan. Man müsste da wahrscheinlich mehr von machen und sozusagen, aber das ist, sagen wir, es ist ziemlich aufwendig, diese Pilze immer zu suchen und dann, wenn man dann eine Sekunde zu langsam ist, dann verschwinden sie. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Aber dieses Mal soll es wirklich gefährlich sein. Ja, das ist der Hades Cup und das ist der letzte Dungeon, soweit ich weiß. Dessen Namen ich nicht kenne, aber es sieht nach dem letzten Dungeon aus. Ach ja, genau. Und so kommen wir jetzt nach Travers. Da wollen wir auch erstmal hin. Auf jeden Fall im Olymp ist jetzt der Hades Cup und ja. Den muss ich auch noch machen. Der ist optional. Bild ich mal ein. Ja, der ist optional. Aber ich mache ihn natürlich trotzdem. Aber er ist ziemlich lang und ziemlich hart. Und ich habe ein bisschen Panik davor. Aber soweit ich das gelesen habe, muss man den nicht in eins durchmachen. Also man macht im Grunde so weit, wie man kommt. Und dann kann man dann sozusagen... Ach ja, genau, dann kann man, glaube ich, von da wieder anfangen, wo man verloren hatte. Da kommen halt ziemlich viele Gegner so und man kann den auch solo machen und man kriegt dann für jeden möglichen Kram irgendwelche bestimmten Items oder Belohnungen für, wenn man das mit Zora alleine macht oder mit allen zusammen und keine Ahnung. Und auf jeden Fall muss ich das auch noch machen. Ich werde mal schauen, also ob ich das mit Zora alleine überhaupt schaffe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist mit drei Mann schon schwer genug. Aber ich werde es dann einfach mal versuchen. Wie gesagt, ich bin momentan... Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich vorher vielleicht diese Ultimate-Waffe sozusagen für Sora irgendwie kriege. Das war so mein Plan. Ansonsten, ich überlege momentan, ob ich vielleicht demnächst jetzt einfach... dass ich jetzt erstmal vielleicht eine Pause mache beim Level und erstmal den Enddungeon bis zu dem Punkt mache, wo der letzte Speicherpunkt ist. Weil ich will eigentlich nicht... Also man kann bei dem Spiel... Es ist so, also man... Ach ja, erstmal da rein. Ja, also das bedeutet, alle Welpen sind da. Ja. Gott, ich habe mich so gefreut, weil ich mir immer noch nicht sicher war, ob ich wirklich alle habe. Aber jetzt bin ich mir sicher. So viele. Yay! So. Unser Geschenk. Ein Geschenk von Pongi und Per, die Kraft der Lüfte erhalten. Aerora hat sich zu Aeroga weiterentwickelt. Gummikollektion erhalten. Ja. Das ist es so im Wesentlichen. Ja. Diesen Zauber halt, ich weiß... Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wollte ich euch gerade noch erzählen.
Ja, ich überlege momentan, ob ich vielleicht den Dungeon bis zum letzten Speicherpunkt mache, weil beim letzten Speicherpunkt kann man halt, Gott, sind das wieder Sachen. Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, wenn man den Hauptboss, also den Endboss hier macht, kann man das Spiel beim letzten Speicherstand wieder laden. Aber eigentlich möchte ich das Let's Play so ausklingen lassen, dass ich wirklich auch beim letzten Part sozusagen den Boss besiege und die Credits kriege. Und nicht dann danach noch irgendwie 30 Parts Bosse, also so optionale Bosse hinterher schiebe. Ich würde das gerne vorher machen. In dem Sinne, wird das Ende vielleicht noch einen Moment auf sich warten lassen. Tut mir leid. Ich würde es auch echt gerne sehen, aber ich mag das nicht, wenn ich ein Let's Play irgendwie so abschließe, dass die Credits dann irgendwie noch 30 Parts vorher bekommen, bevor ich es überhaupt beendet habe, sozusagen. Weil man kann diese ganzen Sachen jetzt schon machen. Und ich bin vom Level her, stehe ich mittlerweile auch schon ganz gut da. Ich weiß gerade nicht genau, welches Level, aber ich habe mir mal so ein bisschen so Level-Empfehlungen geholt und die sind eigentlich, also bei denen stehe ich eigentlich ganz gut da. Sozusagen. So, ich muss jetzt mal eben ein bisschen ranzoomen, weil das geht nämlich gleich hier zu Ende, sozusagen. Das Video, die Aufnahmesession. Muss das noch alles rendern und so, na, was soll's. Jetzt kann man, oh Gott, kann man sich da viele Sachen kaufen. Man kann da eigentlich so viel noch mit diesen Gummijets machen. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir echt immer jedes Mal, ich habe eigentlich so wenig gemacht, aber keine Ahnung. Ja, ich hätte gerne die Werft noch vergrößert, aber man kann das nicht. Also ich habe die schon vergrößert. Also ich kann sie nicht weiter vergrößern. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ob man das erst irgendwie freischaltet, wenn man, ich habe keine Ahnung, ist an einem bestimmten Punkt im End-Dungeon oder ich habe keine Ahnung. No idea. Okay. Und Pinocchio, ja genau, ich wollte eigentlich mal kurz gucken, ob wir noch ein Modell von ihm kriegen. Upsala. Wow. Isabel, nicht den armen Geppetto erschlagen. Donald steht voll im Weg. Sora, sieh mal, was ich diesmal gebaut habe. FFS Arieth erhalten. Arieth, hier für dich. Arieth ist okay. Das klingt schon okay. Das passt schon. So. Oh Gott, ich hoffe, diese letzten drei Parts, also es sind drei Parts, wenigstens gehe ich jetzt mal davon aus, waren nicht ganz so schrecklich, weil es tut mir echt leid, aber ich habe das vor einem Monat raus aufgenommen und ich bin echt ein bisschen raus und ich wollte es aber unbedingt jetzt auch allmählich mal nachkommentieren, weil ich die ganze Zeit dachte, dass, also umso länger du wartest, also du kommst jetzt auch nicht wieder eher rein, wenn du jetzt noch 30 Stunden wartest oder 30 Tage, bis du das endlich nachkommentierst. Und ich hatte das halt nicht eher nachkommentiert, weil ich mir halt dachte, ja, wenn ich das nicht rendern kann, dann brauche ich es auch nicht nachkommentieren, weil nicht, dass ich das sowieso dann zum Schluss nochmal alles ganz neu aufnehmen muss, dann habe ich das alles umsonst nachkommentiert und das würde mich auch tierisch aufregen. Ja. Aber so hatte ich jetzt vielleicht nochmal ein paar neue Sachen, die ich euch erzählen konnte, weil ich ja jetzt doch schon lange nicht mehr aufgenommen habe. Ich werde jetzt vielleicht mal zusehen, dass ich in nächster Zeit ein bisschen mehr Tales of Destiny auch hochlade, weil da ist in der Story gerade, da geht es halt auch gerade vorwärts, also auf meinem Zweitkanal, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, und hier werde ich dann zusehen, dass ich wirklich noch zwischen den Parts level. Ich muss mir irgendwie mal eine Beschäftigung suchen. Also, okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und adios!